So, schönen guten Morgen. Ich bin dann hier mal auf meiner Toilette und ja, keine Ahnung. Also das Thema betrifft jetzt Legalität, Illegalität, weil ich eigentlich auch schon ziemlich genervt bin davon. Das betrifft halt die Hohlräume, wo dann nachts irgendwie immer reingepustet wird mit allem möglichen Scheiß. Also dann kommen sie irgendwie an mit, weiß ich nicht was, dann stinkt irgendwie alles nach Kosmetika, dann dies und das und das und das und das. Und dann ist das Bad irgendwie wieder dreckig. Ich habe das ja echt versucht, das ist ja das, was mich so ein bisschen nervt, an der Allgemeinheit, glaube ich. So viel zum Universum, ne? Dass man versucht, irgendwie hier die Fugen dicht zu kriegen, damit man nicht alles in die Fresse kriegt. Und naja, dann irgendwie so waren dann irgendwelche Staubgeschichten hinter den Heizungen. Das sah dann ungefähr so aus. Und dann ging das irgendwie weiter mit toten Tierhaaren, dann ging das weiter mit, keine Ahnung was, mit allem Möglichen. Deswegen finde ich, ist das irgendwie alles ein bisschen illegal. Oder man versucht irgendwie, glaube ich, so eine Illegalität zu schaffen. Und das ist das, was ich eigentlich nicht wollte, meine Wohnung irgendwie zu renovieren oder zu sanieren. Um dann irgendwelche Leute, die eigentlich das verursachen, irgendwie zuzulassen. Das ist halt das, was ich irgendwie problematisch finde, weil im Grunde genommen lebe ich hier seit meinem Einzug in einem absoluten Stress. Gab ja auch so mehrere Sachen, die irgendwie dann auch nicht okay sind. Hier war ja auch irgendwie alles auf. Und wenn dann mit Luftdruck hier reingehalten wird, dann ist das ja eigentlich schon eine Vertreibung aus Wohnraum, aus Stadtteilbezirken, aus allen möglichen. Vielleicht sogar aus Hamburg, wer weiß das schon, weil ich eigentlich überhaupt keine Lust habe, sowas zu unterstützen. Willkommen in meiner Toilette, ich setze mich mal. Die Problematik, die ich halt dabei sehe, ist, dass ich ja bei den Behörden war und versucht habe, irgendwie sämtliche Bescheinigungen zu bekommen, um das irgendwie in Legalität abzudecken. Und die andere Geschichte ist eben halt, dass ich natürlich irgendwie nicht mehr so leben will, wie ich früher mal gelebt habe und ich mir verdammt viel Mühe gebe dafür. Und ich das dann irgendwie fragwürdig finde, warum andere versuchen, einen Anschluss zu bekommen bei mir, wenn sie genau in das Gegenteilige laufen. Das ist eben halt das, wo ich mir die Frage gestellt habe, inwieweit werden Menschen illegal aus Wohnraum vertrieben oder daran gehindert, irgendwie sich am Dingen teilhaben zu lassen. Also es kann ja nicht sein, wenn ich irgendwie Besuch habe, dass dann irgendwelche Geschosse auf das Haus fliegen oder. Also ich bin ja keine Zwangsprostituierte, egal was andere YouTuber schreiben, sagen oder so. Das ist nämlich die Problematik, glaube ich, die bei euch irgendwie so ein bisschen im Kopf haften geblieben ist. Und das tut mir echt aufrichtig leid, weil dazu bin ich zu monogam. Ich habe definitiv irgendwie, eigentlich schon ist das völlig daneben. Das ist dann irgendwie, dann flöten sie hier durch die Abflüsse und all so ein Scheiß. Und man muss dann irgendwie immer halt gucken, irgendwie da noch gesund zu bleiben.
So, das finde ich halt dann schon fragwürdig, einfach auch. Wie dann damit einfach auch umgegangen wird, mit dem Ganzen. So. Ich weiß nicht, so. Ich, wenn ich jetzt das mal so betrachte, irgendwie finde ich das nicht so besonders berauschend. Ich habe nämlich definitiv eigentlich auch, bin ich genervt davon, wenn ich eine Nachricht bekomme von jemandem und dann hier irgendwie durchgeballert wird. Also so eine Sachen, also liegt das ja irgendwie schon an der Nachbarschaft. Hallo Nachbarn. Na? Weil Leute weiter in so eine Illegalität zu treiben, das ist nicht so das, was ich so unterstützenswert finde. Weil andere gehen ja auch normal arbeiten, andere bekommen nur Sozialleistungen, andere sind irgendwo in Betreuung angegliedert, das will ich halt nicht und da habe ich auch das gute Recht zu und ansonsten finde ich das schon ziemlich makaber, dass dann irgendwie Leute anfangen, meinen Wohnraum zu zerstören, um Dinge dann irgendwie zu machen, wo ich keine Lust zu habe. So. Weil im Grunde genommen bleibt das an mir haften. Ich bin versichert, ich habe eine Versicherung irgendwie. Ich muss den ganzen Krempel auch zahlen irgendwo. Und ich finde, ihr macht euch das ganz schön einfach, indem ihr dann irgendwie immer nur hier reinpustet und der Meinung seid irgendwie, ich muss daran teilhaben, das muss ich halt so nicht. Deswegen höre ich da auch nicht drauf. So, okay, dann erstmal dazu. Man kann sich darüber ja Gedanken machen irgendwie, ne? Oder sein lassen. Kommt auch drauf an. Ja. Ich für meinen Teil sehe das eben halt so. Man muss ja nicht irgendwie eine komplette Wohnung zerstören.